Seit über 9 Monaten versinkt die Ukraine im Kriegschaos und entsprechend der Dauer erblicken jetzt die ersten sogenannten Kriegsbabys das Licht der Welt. Mütter wie Ina haben oft erst kurz nach Kriegsbeginn erfahren, dass sie schwanger sind. Bei Ina war dies sogar erst Ende April der Fall. Sie und ihr Mann Dimitro, ein Soldat, entschieden sich zur Inlandsflucht von Odessa ins westukrainische Lwów. Ich habe vorgeschlagen, dass sie ins Ausland geht, aber sie wollte nicht. Sie sagte, wir werden hier auf dich warten. Wie sonst hätte er sein neugeborenes Kind sehen können? Wir entschieden uns für Lwów. Dort sollte es weniger Bombardierungen geben. Im Nachhinein hat sich Lwów als gute Entscheidung erwiesen, trotz der Gefahr von Luftangriffen auch auf Kliniken. Trotzdem bleibt Zukunftsangst. Dimitros Fronturlaub läuft in einer Woche ab. Dann warte sie wieder jeden Morgen auf seinen Anruf, sagt Ina.